Die verlorene Münze. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Marianne. Marianne arbeitet als Putzkraft und verdient deshalb sehr wenig Geld. Von dem, was sie hat, legt sie sich etwas zurück, bis sie 10 Silbermünzen angespart hat. Eine Silbermünze war damals etwa 50 Euro wert. Eines Tages schaut Marianne nach ihren angesparten Münzen und merkt, dass eine fehlt. Sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf und sucht überall nach der einen Münze. Als sie die Münze endlich gefunden hat, freut sich Marianne. Sie ruft gleich alle ihre Freundinnen an und erzählt ihnen, wie froh sie ist, ihre Münze wiedergefunden zu haben. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Menschen zu zeigen, wie sehr sich Gott und die Engel darüber freuen, wenn jemand, der ihn vorher nicht kannte, Gott findet.